Grüß Gott, herzlich willkommen in Mittersill im schönen Salzburger Land auf unserem Bauernhof. Wir sind die Familie Brennsteiner. Grüß Gott, möchte ich recht herzlich begrüßen. Mittersill, Stanglerchenbauer auf 1950 Meter Seehöhe. Und ich werde euch jetzt sagen, wie man Pinskerkreis macht. 80 Liter Milch, davon sind 30 Liter Magermilch und der Rest ist Vollmilch. Die werden schon jetzt erhitzt bei den Kreiskessel, sagt man da. Mit. So, die Milch hat jetzt die richtige Temperatur erreicht. Und jetzt kommt das Labpulver oder Lab dazu, wird eingerührt, damit die Milch fest wird. Das Lab wird gekauft oder auch selbst hergestellt. Bei uns wird es noch selbst gemacht. Dabei wird getrockneter Kalbsmagen in feine Streifen geschnitten und für circa 12 Tage in Molke angesetzt. So entsteht eine enzymhältige Flüssigkeit, die wir der Milch beigeben. Dadurch stockt die Milch. Diese Masse wird dann in eine Form gefüllt und am nächsten Tag gestürzt. Aus 80 Liter Milch entstehen in etwa 7 Kilo Käse. Es sind ungefähr 10-12 Stunden, weil der Käse umdreht. Und jetzt wirst du dann 4 bis 5 Tage mit Salz einreiben und dann muss er reifen. Und während dem Reifen jeden zweiten Tag wischen mit Salzwasser und einfach wieder umdrehen. Und dann Salz einsetzen. Das ist 2 Tage. Das machen wir jetzt 4 bis 5 Tage. Und dann muss er reifen. Alle Bauernhöfe haben einen besonderen Hausnamen und unser Hof heißt Stanglehen.
Ich hoffe, es hat euch gefallen und es freut uns, wenn ihr mal vorbeischaut. Für euch. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.